Wir werden ab dem kommenden Dienstag neue 100, neue 200-Euro-Scheine bekommen. Das ist erforderlich, weil natürlich je länger ein Schein in Gebrauch ist, umso stärker der Anreiz ist, ihn zu kopieren. Also wird in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen eine neue Serie aufgelegt. Das war in diesem Fall die sogenannte Europa-Serie 2, die im Jahr 2013 mit einem neuen 5-Euro-Schein begann und jetzt am nächsten Dienstag mit der Einführung eines neuen 100-Euro-Scheins und eines neuen 200-Euro-Scheins entsprechend abgeschlossen wird. Und das ist auch gut investiertes Geld, denn selbstverständlich wird das Bargeld bleiben. Die Deutschen lieben ihr Bargeld. Wir wissen aus Umfragen, dass 3 von 4 täglichen Zahlungsvorgängen, also an der Kasse, dass diese bar abgewickelt werden. Also Bargeld ist eine ganz wichtige Zahlungsmethode. Und was wir auch wissen, das ist, dass fast 90% der Deutschen das Bargeld lieben, sich also ein Leben ohne Bargeld gar nicht vorstellen können. Und das ist ja auch selbstverständlich, denn Bargeld ist eine ganz einfache Art zu bezahlen. Man gibt das Bargeld herüber, man bekommt die Ware, man kann auseinandergehen, jeder ist zufrieden, man muss nicht warten, bis auf dem Konto was eingegangen ist, man muss nicht irgendwelche Informationen geben, wo dann demnächst Angebote an Sie geschickt werden, von denen man gar nicht weiß, dass man derer bedarf. Das heißt, Bargeld ist eine sehr einfache Methode zu bezahlen. Vom Kind bis zum Greis kann jeder mit Bargeld umgehen. Wenn Sie einem kleinen Kind 1 Euro oder 2 Euro in die Hand drücken und schicken es um die Ecke zum Eisladen, dann hält es die 2 Euro hin und bekommt ein Eis dafür. Und wie oft sehe ich das an der Supermarktkasse, wenn ältere Menschen wie ich sagen, ich habe gerade die Brille vergessen, gucken Sie doch mal bei mir im Geldbeutel nach und nehmen sich das Kleingeld raus, wie also dann der Kassierer oder die Kassiererin reingreift und das Bargeld rausnimmt. Also Bargeld ist die Urzahlung und wird deswegen, glaube ich, auch weiterhin eine gute Zukunft haben. Ich stelle Herrn Storm dann gleich vor, der kann es dann auch erklären. Guten Tag. Das ist Herr Storm. Das, was Sie hinter uns sehen, ist eine ganz wichtige Einrichtung, nämlich eine sogenannte Geldbearbeitungsmaschine. Eine Geldbearbeitungsmaschine, wie sie in über 30 Filialen von uns steht, wo also der Geldschein, also der gängige Geldschein, so bis 50 Euro im Schnitt, alle 4 bis 8 Wochen einmal durchgeht. Einmal von uns also überprüft wird, ob er noch ganz ist, ob er noch echt ist. Und das machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen. Hier also ein Zusammenspiel aus unserer Filiale in Oldenburg und der Filiale hier vor Ort in Frankfurt, wo das Geld dann eingezahlt wird, wo es gebündelt wird, überprüft wird und auch wieder ausgegeben wird. Die Sicherung des Bargeldumlaufs ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir als Bundesbank in Deutschland in der Fläche wahrnehmen.